Oli Bürkli, glücklicher Sieger von der Betriebsmeisterschaft 2011. Bereits zum vierten Mal. Das ist schon eine Sensation, kann man sagen. Das macht dir niemand nachher. Wie fühlt man sich da? Es ist ein sehr gutes Gefühl und es ist auch eine grosse Freude, wenn wir draussen wieder gewinnen können. Und es war eine ganz starke Konkurrenz heute. Und ich bin sehr glücklich und zufrieden. Gut, wir haben hier bereits deine drei Kühe da vor uns. Kannst du kurz sagen, was das für einige Kühe sind? Sind jetzt bereits gemolken? Was die für einige Rennen gemacht haben, wie es zu deinem dritten bzw. vierten Titel gekommen ist? Ja, also der Zaster Zamba. Zaster Zamba ist auf dem zweiten Rang gestanden. Dann Jolden Jamba ist auch auf dem zweiten Rang gestanden. Und das oberste ist Eagle Sarina, ist auch auf dem zweiten Rang gestanden. Eagle Sarina, wo der Schenhüter-Titel geholt hat heute. Also man sieht, da, der Sutter ist natürlich auch gemolken, perfekt Sutter. Genau so, wie man es gerne hätte. Der Sutter ist zusammengekippt, super Textur. Uli, wenn du deine Gruppe jeweils zusammensetzt, dass du immer super gehst, ist ja klar. Aber hier ist ja immer dann schlussendlich ist ja die Entscheidung heute wieder ganz knapp gewesen. Und es ist ja nicht schlussendlich euch ein bisschen auf den Milchwert drauf abgekommen. Wie tust du da deine Gruppe jeweils zusammensetzen? Also, ich schaue in erster Linie immer ein bisschen auf die Ausgleichheit der einzelnen Kühe. Also, am besten ist, mit einer Nullfehler-Kuh anzutreten. Noch besser ist, wenn man drei dieser Kühe hat. Und ein Auge habe ich sicher immer auf dem Milchwert, weil das letzte als Zünglein da war. Ein Milchwert hast du ja heute den 6. Rang beleidigt. Ist das schlussendlich das Zünglein an der Waage nach deiner Rechnung jetzt? Nach meiner Rechnung ja, grundsätzlich schon. Nach der Rechnung der Kollegen auch. Wir sind zuletzt, glaube ich, 3 Betriebe, die gleich viele Rangpunkte hatten. Und zuletzt jetzt tatsächlich den Milchwert wieder entschieden. Gut, das müssen wir jetzt auseinandernehmen. Also bereits zum vierten Mal, wie gesagt, Betriebsmeister. Kannst du kurz sagen, was du in den anderen 3 Jahren, was da war? Die 3 Siege sind auch gut, sind gut gewesen. Einer ist, glaube ich, ganz verrückt. Und einer ist der zweite und einer ist der dritte Rang gewesen. An den 3 Mal, wo du nicht Sieger gewesen bist von diesen 7, jetzt, was ist dort gewesen? Was hast du dort für eine Rennen gehabt? Einmal bin ich nicht angetreten, da haben wir eine Familienfeier gehabt. Und einmal bin ich auf dem zweiten Rang gewesen, und einmal auf dem dritten Rang. Also im Prinzip kann man sagen, wenn der Oli Bürkli da war, war sicher immer auf dem Podest gewesen. Und auch wie gesagt, Sensation heute, Schenhüter-Sieg. Ist das eigentlich deine Lieblingsausstellung inzwischen? Also sie ist eine von der Lieblingsausstellungen, sicher in der Top 3, vor allem weil sie sehr effizient ist und immer auch extrem offen ist von den Abteilungen her. Wir wissen erst, wenn man draußen antritt, welche Kühe das da sind und wir wissen erst am Abend um 5 Uhr, wie Kategorien stand kommen und welche Kühe das gegeneinander antreten müssen. Also es ist immer recht offen. Also eine grosse Spannung, die hier in der Ausstellung immer herrscht. Wie gefällt dir sonst die Ausstellung? Von der Organisation her, von der Ambiance hier in der Wadwiler Märkthalle? Also die Ambiance ist natürlich verrückt, es ist immer ein Fullhaus am Abend und wie gesagt, die Stallungen sind super und die Organisation ist sehr gut, da der Emil Zwingli hier anlegt. Jetzt geht der Oli Bürkli gross an die Swiss Expo? Nein, ich tue aussetzen die Swiss Expo und mich auf eine Frühlingsshow ziemlich sicher konzentrieren. Der Vierwieser mir von schweizerbauer.ch. Viel Glück, merci für das Interview. Dankeschön.